schön an der Kante entlang falten. Das geht doch gut aus. So, Hörruder nicht vergessen. Und mit diesem Falt ist unser Flugzeug fertig. Kennt ihr das? Mühsam, oder? Im spannendsten Moment buffert es. Wenn das Internet daheim nicht tut, dann ist es unnervig. Beim Gamen? Jungs, Tilted Towers, wir kommen! Nein! Nicht schon wieder! Hört ihr mich noch? Oder beim Fernsehen schauen. Nein! Was ist jetzt passiert? Das muss nicht sein. Hallo, ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom Academy. Es muss nicht sein, dass es stockt beim Surfen oder beim Swisscom TV schauen. Ich gebe euch 3 Tipps gegen Verbindungsprobleme daheim, dass euer Netz stabiler und schneller wird. Tipp Nummer 1. Den Router, also die Internetbox, am richtigen Ort aufstellen. Ihr wollt Wireless-Empfang haben in den Räumen A, B und C. Stellt den Router nicht im Raum A auf, sonst habt ihr im Raum C keinen Empfang. Und stellt ihn auch nicht im Raum C, sonst habt ihr im Raum A keinen Empfang. Richtig ist es im Raum B. Schön in der Mitte. Grundsätzlich gilt bei Wireless, je weniger Wand es dazwischen hat, desto besser. Und der Router sollte nicht hinter dem Möbel stehen. Und auch nicht drunter. Sondern auf oder vor dem Möbel. So könnt ihr die maximale Leistung des Routers nutzen. Tipp Nummer 2. Das Kabel brauchen. Die stabilste und schnellste Internetverbindung gibt es immer noch via Kabel. Also Internetkabel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, im Haus oder in der Wohnung, zieht vom Router ein Kabel ziehen. Zum Beispiel zum Computer, Swisscom TV oder zur Gamekonsole. Und das ist der Tipp Nummer 3 für eine gute Vernetzung daheim. Die WLAN-Box brauchen. Das ist die neue Antwort von Swisscom auf Internetprobleme. Sie sehen nicht nur schick aus, sondern ist auch ein Repeater. Das heisst, sie bringt das Internetsignal dort her, wo der Normalrouter nicht herkommt. Nehmen wir an, euer Anschluss, also die Internetbox, ist im Raum A. Ihr wollt aber im Raum C Internetempfang haben oder Swisscom TV schauen. Dann einfach eine WLAN-Box aufstellen im Raum B und schon ist die ganze Wohnung vernetzt. Die Installation ist ganz einfach. Bis zu 4 WLAN-Boxen könnt ihr gleichzeitig im Einsatz haben. Euer Gerät, also zum Beispiel das Smartphone, verbindet sich automatisch mit dem besten WLAN. Egal wo ihr seid bei euch daheim. Dass es funktioniert, braucht es einfach die Internetbox 2, der neueste Router von Swisscom. Das waren sie, die 3 Tipps gegen Verbindungsprobleme bei euch daheim. So könnt ihr es zwar nicht besser. Nein! Ah, der Top war er! Aber stabiler und schneller.